Wir leisten die Naja. sanitätsdienstliche Absicherung dieser großen Wo Veranstaltung. Wir haben steht Streifen in dem Messegebiet unterwegs, die sind draußen denn? Kann und ich Ihnen sagen, haben zum ich Beispiel hoffe oder auch, dass finden Sie einen da sind. Patienten, sagen uns dann Das wäre Bescheid, ja dass sie froh, eine wenn Tätigkeit haben, melden eine Tätigkeit wir. Ja? und Dann sage ich, ciao. müssen dann eben gucken. Halle, da gibt es wohl eine Dame, der es nicht ganz gut geht. Können Sie mir folgen, bitte? Danke. Immer. Entschuldigung, können Sie bitte einen Schritt vorgehen? Vielen Dank. Können wir Ihnen irgendwie helfen? Puls zu hoch und dann. Ja. Und das war jetzt im Moment auch so. Ja. Sollen wir vielleicht mal drauf gucken? Ja, euer Patientin. Einmal Blutdruck, Puls. Wenn wir als Streife zu einem Patienten kommen, dann sprechen wir zunächst mal mit den Leuten, fragen, was eigentlich los ist. Das hilft oft schon weiter. Ganz oft haben wir hier beispielsweise Leute mit Kreislaufproblemen, die heute nicht gut gefrühstückt haben, nicht genug getrunken haben. Dann messen wir zum Beispiel den Blutdruck und den Puls und andere Vitalparameter. Und häufig geht es den Leuten nach einer kleinen Ruhepause und ein bisschen Flüssigkeitsgabe schon wieder besser. Wenn es den Leuten nicht besser geht, bringen wir sie beispielsweise auf unsere Arztwache. Entschuldigen Sie, dürfte ich Sie ganz kurz von diesem Platz verdrängen? Wir hätten jemanden, dem es gerade nicht so gut geht, dass sie sich hier hinsetzen kann. Darf ich mir kurz dein Blutdruckmessgerät ausleihen? Okay. Kannst du dir merken, ein 150er oder 155er Systole, Puls 102, Schmerzen 5 von 10. Ich würde Sie gerne einmal mit uns mitnehmen in die Halle 3.2. Da ist ein Arzt. Ja? Der soll sich das noch einmal angucken. Wir würden gerne noch mal das mögliche EKG schreiben. Hier Rotkreuz 161, verlegen mit Patientin von der Halle 5.2 zur Arztwache. Ich nicht böse nehmen, ich bleib mal kurz so ein bisschen bei Ihnen, ja? Dann kommen wir besser durch. Wo dürfen wir denn hin? Wir hätten eine Patientin für euch. Also diese junge Dame ist zu uns gekommen mit einem Kreislaufschwäche, sagte sie, und Schmerzen in der Brust, 5 von 10, die in den Rücken ausstrahlen, allerdings schon seit 7 Tagen. Eben gerade hatten wir noch eine Dame mit einem beginnenden Infekt, mit Brustschmerzen auf der linken Seite. Der konnte ich halt leider nur empfehlen, sich doch bitte zu schonen, was natürlich für einen Aussteller hier sehr schwierig ist. Wir haben hier eigentlich schon alles gehabt im Laufe der Jahre. Von der Unterzuckerung über die Überzuckerung, von Kreislaufproblemen in jedweder Art bis hin zum Herzinfarkt. Leute, die Treppen runterstürzen. Die Einsatzleitung an sich besteht aus 2 Leuten in der Regel hier in einer Schicht und kümmert sich so um alle Belange, die irgendwie anfallen. Der Fernmeldedienst unterstützt uns eben und guckt, dass die Kommunikation gut läuft. Wir haben die Möglichkeiten dann eben auch mit dem RTW, wenn es was Größeres ist, denjenigen dann eben entsprechend in das bestmögliche Krankenhaus zu transportieren.